Ja, das war der älteste Schwester Gertrud. Als Puppenküchen wurde da verkauft. Ja. Die wurde nicht so verbaut, die waren alle kleine Pappetwies drin, diese. Und da stand da draußen immer drauf, was es war. Da war die Puppenküchen, da war die Skatrunde, der Kaffeeklatsch, das Liebespaar und alle solche Sachen. Diese Bücher wurden zu 10.000 angefertigt und verkauft. Da hat Papa sehr viel Geld mit verdient. Mehr als sie mit dem Film. Die Urschicht. Es ist ja eigentlich der Film, den hat der bloß ein Stückchen geschnitten und aneinander geheftet. War eigentlich schon Reklame. Ein Liebesextrakt, das war so ein Suppenwirkte. Die Deutschen haben sie nachher Bouillonwürfel draus gemacht. Das haben sie gesagt, meine Schwester war der erste Kinderstar auf der Welt. Stimmt doch. Großvater öfter mal so Nebelbilder vorgeführt und das hat so ein Anklang gewonnen. Da kam jemand, ein Lehrer sagt, der sollte es mal in Schulen vorführen. Und dann wurde immer mehr nachgefragt, da hat er sogar selige Miesel hat es in Seelen vorgeführt. Und diese Nebelbilder, die ersten waren so schlecht, und da hat Papa dann Glasmalerei gelernt und hat dann die Bilder selbst gemalt. Das war sehr aufwendig. Die waren doch im kleinen Format und wurden bis 2 Meter vergrößert. Da musste ja jeder Pinselstrich sitzen, denn sonst in der Großaufnahme hätte man ja jeden Fehler feststellen können. Ne? War das Wunderland der Pyramiden, Eroberung der Luft und die Reise zum Nordpol. Und dann verschiedene Einzelsachen, bewegten Sachen waren, die Papa sich ausgedacht hat. Brand einer Sennhütte, da war erst die Sennhütte, dann wurden mit einem zweiten Apparat Glasschieber Wolken rübergeschoben. Und dann fing es an zu regnen, wurde wieder andere so rauf und runter gemacht mit anderem Glas. Und dann kam ein zweiter, dann brannte, dann kam Blitz, zuckte runter, war alles auf verschiedene Glasschieber gemalt, nicht? Die wurden immer so rübergeschoben. Und zuckt der Blitz, dann fängt die Sennhütte an zu brennen. Und das letzte Bild war dann der Mondschein, der ging schon über Wolken, da war die Mond und da war die ausgebrannte Sennhütte. War bis auf den Film alles gemalt. Ne? Dann hat er von 92 an hat er die Idee gehabt, mit dem Film, ne? Neben den Fotografien.